Und nun Hans Heidemann von den Ingenieuren gegen Stuttgart 21, dem wir an dieser Stelle einmal ausdrücklich danken wollen für seine unermüdliche Untersuchungsarbeit. Er hat das SSB-Chaos untersucht, den Brandschutz, den unzureichenden Brandschutz, mit großem Fachwissen bei den Erörterungen dabei gewesen und wird sein Fachwissen nun auch zum Thema Rostwasser darlegen. Bitte, Hans Heidemann. Guten Abend, liebe K21-Freunde. Wir erinnern uns, am 24.06. hatte dummerweise ein Bau-LKW die blauen Rohre auf der S21-Baustelle in der Jägerstraße umgerissen. Das herausfließende Rostwasser war dem Amt für Umweltschutz unerklärbar. Deshalb empfahl man dem EBA, der Bahn eine zweimonatige Überwachung des Wassers auf Eisen und abfiltrierbare Stoffe anzuordnen. So wollte man die besorgte Öffentlichkeit wieder ruhig stellen. Seht her, wir tun ja was. Wir lassen doch alles überwachen. Es hat alles seine Richtigkeit. Am vergangenen Freitag ist nun diese zweimonatige Überwachung des Wassers in den blauen Rohren abgelaufen. Wie es heißt, hat die Bahn keinen Rost darin gefunden. Der festgestellte Eisengehalt sei gering, das Wasser klar und unbedenklich. Die Einleitgrenzwerte wären eingehalten. Doch in Wahrheit geht das Rosten in den blauen Rohren unvermindert weiter. Das lässt sich durch kein noch so ausgeklügeltes Messverfahren aufhalten. Die Öffentlichkeit wird einmal mehr mit falschen Angaben getäuscht. Neue, Mitte September von uns entnommene Wasserproben. Sind keineswegs unbedenklich und klar. Sie weisen, wie nicht anders zu erwarten, wiederum hohe Eisengehalte auf. Die abfiltrierbaren Stoffe überschreiten den festgelegten Einleitgrenzwert 20 Milligramm je Liter um ein Mehrfaches. Die STZ hat in der Samstagsausgabe ausführlich darüber berichtet. Die Experten der Stadt wollten sich nicht dazu äußern. Sie verweisen nur darauf, dass die beprobten Brunnen derzeit nicht in Betrieb seien. Bei Wiederaufnahme des Betriebes werde die Zuleitung gespült. Damit wird aber eingestanden, dass die Rohre innen rosten und dieses Rostwasser nicht in den Untergrund eingeleitet werden darf. Warum also dieses Herumeiern des Amt für Umweltschutzes, anstatt die einzig richtige Schlussfolgerung zu ziehen und den Austausch der Rohre zu fordern? Die Probenahme war vor einem Monat. Die Aussage, die beprobten Brunnen seien derzeit nicht in Betrieb, ist also unzutreffend. Die Zuleitung zu den Brunnen standen unter hohem Druck und waren betriebsbereit. Das Einleiten des Rostwassers jederzeit möglich. Ob also von der GWM-Steuerung gerade Wasser in den Brunnen eingeleitet wurde oder nicht, ist unerheblich. In jedem Fall wird die in der Zuleitung anstehende Rostbrühe in den Untergrund eingeleitet. Sauber spülen der Zuleitungen vor den Probenahmen verfälscht den tatsächlichen Zustand und macht die Aussage der Probe zunichte. Das AFU sagt, vor Inbetriebnahme eines jeden Brunnen würde die Zuleitung gespült. So. Und das Wasser in die Kanalisation oder in die zentrale Aufbereitungsanlage geleitet.
Doch damit wäre derart viel Arbeitsaufwand verbunden, dass das gar nicht glaubhaft ist. Wer überwacht, ob das auch so gemacht wird? Rechnet man je Brunnen nur 1,5 Arbeitsstunden für den Spülvorgang samt Rüst- und Nebenzeiten sowie An- und Abfahrt, und das ist nicht viel, da müssen die sich aber sputen, in 1,5 Stunden fertig zu werden, so macht das bei 55 Sickerbrunnen bereits 10 Arbeitstage aus, in denen das GWM stillsteht. Anschließend müssten sie wieder von vorn anfangen. Wie wollen die so den vorgegebenen Baufortschritt hinkriegen? Das Spülwasser ableiten in die Kanalisation wird teuer, denn das kostet Kanalgebühren. Es geht jedes Mal um mehrere hundert Kubikmeter. Die fehlen dann außerdem für die Infiltration. Oder will die Bahn den Petrus-Faktor in Anspruch nehmen und noch mehr Wasser als die jetzt genehmigten 6,8 Millionen Kubikmeter abpumpen? Ein Rückführen des Spülwassers in das GWM, wie von AFU angegeben, ist beim derzeitigen Anlagenzustand gar nicht möglich. Denn dafür müssten zuerst von jedem der 55 Sickerbrunnen eine Rückleitung zum GWM verlegt werden. Also werden uns auch hier wieder Märchen aufgetischt. Und schließlich, auch durch noch so viel Spülen hört der Rostvorgang ja nicht auf. Der Rost wird lediglich auf eine größere Wassermenge verteilt und nur verdünnt. Die Gesamtmenge an ausgetragenem Rost wird dadurch sogar größer. Laut Planfeststellung dürfen nur Wässer infiltriert werden, die keine höhere Mineralisation bzw. keinen, und jetzt zitiere ich aus den Planfeststellungsunterlagen, grundlegend verschiedenen hydrochemischen Charakter als die im Bereich der Baumaßnahme geförderten Grundwasser aufweisen. Das ist aber der Fall mit dem, denn in dem Grundwasser im mittleren Schlossgarten steht nur ein winziger Bruchteil von Eisen an. Hiergegen verstößt die Bahn fortgesetzt seit Inbetriebsetzen des GWM Ende Februar diesen Jahres. Der Eisengehalt des durch Rost stark verunreinigten Infiltrationswassers beträgt etwa das 500-fache des natürlichen Eisengehaltes des Grundwassers. Jetzt heißt es nur noch, das Infiltrationswasser sei doch unbedenklich. Was immer das heißen mag. Das Eisenbahnbundesamt nimmt also den selber erlassenen Planfeststellungsbeschluss gar nicht mehr ernst. Höhere Eisengehalte im Grundwasser sowie in offenen Gewässern sind jedoch keineswegs unbedenklich. Sie können Flora und Fauna erheblich schädigen. Wer Näheres dazu wissen will, in meiner Rede gibt es eine Beilage dazu, die weiter darauf eingeht. Das will ich hier jetzt gar nicht vortragen, weil ich gar nicht so viel Redezeit habe. Das Überschusswasser mit seiner hohen Rostfracht wird ungereinigt in den Neckar abgeleitet. Ausgerechnet in das hier ausgewiesene Fischschongebiet zwischen Cannstatter Schleuse und Fußgängersteg. Wer es nicht glaubt, der kann dahin gehen. Da stehen mehrere Tafeln, Fischschongebiet, Angeln verboten und das in 4 Sprachen. Aber offenbar wurde dies im Planfeststellungsverfahren gänzlich übersehen. Das gilt übrigens auch für den Teich im unteren Schlossgarten, in der Nähe von dem Schwefelbrunnen, in dessen Nähe die Überschusswasserleitung des GWM mit der einzigen Entleerstelle am Tiefpunkt vorbeiführt. Im Entleerfall, und dafür ist ja die Entleerstelle da, ergießt sich der gesamte Wasserinhalt der Leitung in diesen Teich und vernichtet dieses Biotop mit seinem Fischbesatz. Und dann ist da noch die Gefahr des Verockerns der Sickerbrunnen durch ständiges Einleiten großer Mengen an Rost.
wodurch die Poren der Sickerpackung zunehmend verstopfen und dadurch die Schluckfähigkeit der Brunnen immer weiter nachlässt und schließlich ganz aufhört. Und dann? Damit aber wird die Betriebsfähigkeit der GWM-Anlage zur Begrenzung der Grundwasserabsenkung in Frage gestellt. Die können dann gar nicht mehr versickern, weil die Brunnen nichts mehr durchlassen. Ein Regenerieren der Sickerbrunnen ist nur mit stark umweltgefährdenden Stoffen wie zum Beispiel Chlorsäure HCl möglich, deren Einsatz aber höchst bedenklich und im Heilquellenschutzgebiet ausgeschlossen ist. Also was wollen Sie dann tun, wenn die Brunnen verockern in diesen 7 Jahren? Das Einleiten rosthaltigen Wassers in den Untergrund des Stuttgarter Heilquellenschutzgebietes kann zuverlässig nur durch Rohre aus korrosionsbeständigen Werkstoffen verhindert werden. Deshalb sind die Rohrleitungen aus ungeschütztem Stahl gegen solche mit innerem Korrosionsschutz zu ersetzen, bevor das GWM in Betrieb geht. Und zum Schluss möchte ich noch allen Dank sagen, die Beschwerdebriefe und gelbe Karten verschickt haben an Bürgermeister Hahn, an das Amt für Umweltschutz oder das EBA oder auch das Umweltministerium wegen dem Rostwasser aus den blauen Rohren. Damit habt ihr dazu beigetragen, dass dies nicht untergegangen ist und die Bahn weiterhin ein erhebliches Problem am Bein hat. Danke und oben bleiben.